Beobachtend die aktuellen Ereignisse auf der Welt, sind viele Christen der Ansicht, dass sie Zeichen für das immer nähere Eingreifen Gottes zur Reinigung unserer Welt sind. In dieser Perspektive werden verschiedene Schwierigkeiten, Konflikte und Naturphänomene als Ausdruck göttlicher Intervention verstanden, die dazu dienen, die Menschheit an ihre moralischen und spirituellen Verpflichtungen zu erinnern. Gläubige, die diese Perspektive teilen, weisen oft auf das wachsende soziale Unrecht, den Verlust der Moral und die Abkehr von christlichen Werten als Hauptgründe hin, aus denen Gott sich zu einem Eingreifen entschließen könnte. Phänomene wie Naturkatastrophen, Kriege oder Epidemien werden als Werkzeuge betrachtet, die Gott verwendet, um die Menschheit an ihre Verantwortung ihm gegenüber zu erinnern. Für viele Christen, insbesondere für diejenigen, die mit den Erscheinungen in Medjugorje verbunden sind, wird die vollständige Offenbarung des göttlichen Plans zusammen mit der Verkündigung des ersten Geheimnisses erwartet. Medjugorje ist ein Ort in Bosnien und Herzegowina, wo seit 1981 Erscheinungen der Mutter Gottes vor 6 Sehern stattfinden. Die Botschaften im Zusammenhang mit den Geheimnissen von Medjugorje, die die Mutter Gottes den Visionären mitgeteilt haben soll, sind ein wichtiger Bestandteil des spirituellen Lebens vieler Gläubiger. Gemäß den Botschaften der Mutter Gottes aus Medjugorje, die sich als Königin des Friedens zeigt, ist eine ihrer Schlüsselbotschaften die Warnung vor dem Einfluss Satans, der Hass und Krieg begehrt. In den Botschaften wird darauf hingewiesen, dass Satan aktiv daran arbeitet, Verwirrung in den Herzen der Menschen zu stiften, indem er Hass, Konflikte und fehlende Versöhnung schürt. Diese Botschaften weisen auf verschiedene Bereiche der Gesellschaft hin, in denen Konflikte künstlich angeheizt werden, um böse Ziele zu erreichen. Ein Bereich, dem besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird, ist die Familie. Satan strebt danach, Beziehungen zwischen Eltern und Kindern zu zerstören, indem er Konflikte schürt und Unruhe in das häusliche Leben bringt. Darüber hinaus weisen die Botschaften auf Versuche hin, Konflikte zwischen Männern und Frauen zu schüren, was zur Zerstörung von Beziehungen und Verständnis zwischen den Geschlechtern führt. Auch soziale Ungerechtigkeiten sind ein Bereich, in dem Satan intensiv wirkt, indem er Konflikte zwischen Reichen und Armen schürt. Diese Handlungen zielen darauf ab, Egoismus, Gier und Mangel an Mitgefühl in der Gesellschaft zu verstärken. Im globalen Kontext weisen die Botschaften auf Konflikte zwischen verschiedenen Rassen und Nationen hin. Satan strebt danach, Spannungen zwischen Ländern zu verschärfen, was zu Kriegen und bewaffneten Konflikten führen kann. Die Gottesmutter hat übermittelt, dass sie auf die Erde gekommen ist, um bei der Überwindung des Guten über das Böse zu helfen und die Menschheit zur Umkehr und Erlösung zu führen. Im Kontext des ersten Geheimnisses, das noch nicht offiziell enthüllt wurde, erwarten die Gläubigen, dass die vollständige Verkündigung von entscheidender Bedeutung für die Transformation der Welt sein wird. Spekulationen über den Inhalt dieses Geheimnisses sind vielfältig, aber es wird allgemein geglaubt, dass seine Offenbarung von grundlegender Bedeutung für das spirituelle Erwachen der Menschheit sein wird. Es wird vermutet, dass das erste Geheimnis von Medjugorje globale Ereignisse betreffen könnte, die sich auf die gesamte Menschheit auswirken werden. Die Seher gemäß dem Wunsch der Gottesmutter enthüllen nicht direkt den Inhalt der Geheimnisse, sondern teilen bestimmte Aspekte ihrer Natur oder Auswirkungen mit. Dies gilt auch für das erste Geheimnis, dessen Inhalt noch nicht öffentlich verkündet wurde. Einige Berichte ermöglichen es uns jedoch, seine Natur zu verstehen. Mirjana, eine der Seherinnen, beschreibt ihre Erfahrung im Zusammenhang mit dem ersten Geheimnis und sagt, dass die Gottesmutter es ihr gezeigt hat, als wäre es ein Film. Es scheint, als ob es sich um die Darstellung einer Vision handelt, die sich als ein Zustand der Traurigkeit zeigt, sowie das Bild einer beklagenswerten Welt. Nach der ersten Warnung dieses erschütternde Erlebnis
soll mit einer Prüfung verbunden sein, die einen Teil der Welt betreffen wird und dessen Folge ein tiefes Gefühl der Traurigkeit sein wird. Die Erwartung der Ankündigung des ersten Ereignisses durch Pater Peter Ljubicic, einen der mit Medjugorje verbundenen Priester, weckt nicht nur bei vielen Katholiken Hoffnung, sondern auch tiefe Überlegungen über mögliche Veränderungen, die bevorstehen könnten. In der Vorstellung vieler Gläubiger wird die Ankündigung des genauen Datums, der Uhrzeit, des Ortes und der Charakteristika dieses Ereignisses eine konkrete Bestätigung des göttlichen Plans zur Reinigung der Welt darstellen. Wenn eine solche Erklärung abgegeben wird, wird es für viele Katholiken die Bestätigung sein, auf die sie gewartet haben. Die Ankündigung des ersten Geheimnisses von Medjugorje wird als entscheidender Moment angesehen, der eine Reihe unaufhaltsamer Ereignisse einleitet. Das zweite und dritte Ereignis, heute als zweites und drittes Geheimnis bekannt, sollen sehr bald nach der Ankündigung des ersten Geheimnisses geschehen, vielleicht innerhalb von Tagen oder Wochen. Die Reihenfolge und der Charakter dieser Geheimnisse sind der breiten Öffentlichkeit noch unbekannt.